So, willkommen zurück zu Mass Effect. Immer noch auf der Stelle und immer noch kein Plan. Aber gut. Neue Taktik, ich würde sagen, wir gucken mal hier und da, wo wir was reißen können. Zuerst mal fangen wir mal im Flux an. Im Flux von Anderson. Die Normandy ist offline. Das heißt, also mit anderen Worten, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da überhaupt wieder an Bord komme. Beziehungsweise, wir sollen ja an Bord zur Normandy. Wir sollen ja an Bord der Normandy. Dann wird halt das System wieder online schalten. Ist der Typ noch hier eigentlich? Oder ist er schon wieder weg? Ja, du kannst dir speichern. Sparen. Hab ich was anderes gehört? Ja, da haben sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Der Typ ist weg. Hey, schön hier noch einen Menschen zu sehen. Nichts Interessantes. Wir sollen ja eine Wanze anbringen. Vielleicht geht's ja hier zu diesem. Na. Dieser Lotsenzentrale oder so. Wird's mir auf der Karte angezeigt? Ich hoffe mal ja. Ansonsten finde ich mich hier gerade gar nicht zurecht. Ja, komm, speicher schneller. Da ist noch ein Ausrufezeichen. Das heißt, mit dem Typ kann man auch reden. Ich gehe gerade falsch. Nee. Ich habe wieder astreine Orientierung. Ja, doch, da lang. Und da ist auch das Ausrufezeichen. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Yalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Und was ist mit den Daten über den Keeper? Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde darüber Bericht erstatten. Aber ich kann nicht. Was passiert mit den Daten, wenn ich weg bin? Was wird aus unserer Forschung? Zu spät, Volus. Sie hatten ihre Chance. Aber diese Daten könnten dazu benutzt werden, alle Geheimnisse der Keeper aufzudecken. Denken Sie nur, was wir alles über die Zitadelle erfahren könnten. Was ist mit diesen Daten? Nun, es ist alles noch sehr am Anfang. Aber laut der ersten Scans sind die Keeper so alt wie die Zitadelle selbst. Wir lernen vielleicht, wie die Zitadelle gebaut wurde. Oder warum die Keeper immer alles umändern. Es gibt endlos Möglichkeiten. Wenn sie wichtig sind, bringen Sie sie denen zurück, denen sie gehören. Ich denke wohl, das sollte ich.
Okay, ich bringe sie zurück und arbeite dort daran weiter. Danke, dass Sie mich nicht anzeigen. Ich werde diese zweite Chance nutzen. Ich verspreche es Ihnen. Schönen Tag, Yalit. Commander, hätten Sie Interesse, mir bei der Untersuchung der Keeper zu helfen? Was soll ich tun? Nehmen Sie einfach diesen Scanner. Immer wenn Sie einen Keeper sehen, scannen Sie ihn. Wenn Sie einen einzigartigen Scan erwischen, bezahle ich Sie. Das ist alles. Viel Glück und bis bald. Ach, so ein Geld-Ding ins Kirchen. Ach, da ist ja die Raumlotsenzentrale. Dann kann ich das auch gleich mal machen hier. Mit dieser Wanze. Die wird wahrscheinlich noch im Ratsturm stehen. Ach, zur Andockbucht. Cool. Hier ist es also. Dann gehe ich da gleich hin und merke mir, dass das hier war. Gut. So, ich hoffe mal, dass sie noch hier ist. Und ich hoffe mal, dass ich noch Sidequests machen kann. Ich habe nämlich eine ganze Menge offen. Und es gibt alles noch Erfahrungspunkte, die man verbratzen könnte. Ah, noch so viele Aufträge. Schon ein ziemlich großes Projekt. Über 40 Parts. Aber naja, ich werde es ganz gechillt weiterspielen. Ich bekomme die ersten Aufzeichnungen rein. Das wird eine große Story. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie. Das ist alles, was mein Verleger rausrücken wollte. War kein Problem. Viel Glück mit der Story. Das wird die Leute sehr interessieren. Ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Vielleicht können so ein paar Leben gerettet werden. Danke nochmals für die Hilfe. Ich werde das jetzt meinem Verleger zeigen. Jawohl, nochmal ordentlich Erfahrungspunkte drauf bekommen. So viele Aufträge. Und noch so viel zu tun. Ich weiß, da das Ende hart wird, sollte ich mich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut auf das Ganze vorbereiten. Und zwar ziemlich, ziemlich gut. Deswegen, wenn ich an Bord bin, geht's erstmal wieder auf einige Random-Missionen. Zwar bevor wir nach Einlos fliegen. So, dafür muss ich jetzt zur Andockbucht. Die Andockbucht. Ja, perfekt. Ist genau vor mir. Im Verlauf der Eden Prime-Untersuchung hat der Rat angeblich einem seiner Untergebenen den Spectre-Status wieder entzogen. Der Beschuldigte, dessen Namen bisher ungenannt blieb, wurde noch nicht gestellt, aber ein Sprecher des Rates hat bestätigt, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. Ja, ich glaube, die sprechen von Saren. Definitiv.
Weil Saren war ja mal ein Spectre. So, hoffentlich macht Anderson seine Sache gut. Da ist die Normandy. Gehen wir mal an Bord. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Anderson? Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... Bringen Sie uns hier raus, Joker, sofort! Damit wären wir entkommen von der Citadel. Jetzt geht's wieder an die richtige Arbeit. Back to business. Oh yeah. Ich kann noch Sidequests machen. Okay, fangen wir mal an. Aufträge. Das ist nicht interessant. Im Sparta-System. Okay, gut, dann gehen wir mal ins Sparta-System. Falls wir noch hin können. Was ist denn das Sparta-System? Gitter. Würm ist noch was. Absturmnebel. Antikapete. Das Cluster. Hottemistor. Cluster, Noviria. Das gibt es gar nicht mehr. Gibt es das Sparta-System gar nicht mehr? Moment mal, ich muss nochmal nachgucken. Ist das schon weg? Doch, Sparta-System. Aber wo ist das? Was steht jetzt gleich? X-Asteroid. Utopia. Noveria. Pax. Strenos. Wo ist denn das? Na, verdammt. Falsche Taste. Oh, falscher Knopf. Alles ganz gründlich absuchen.
Wo könnte das sein? Wo könnte dieses Sparta-System sein? Da. Interessantes. Ist die Quest schon aus oder? Wieso finde ich hier jetzt nichts? Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Okay, das scheint die Quest zu sein. Tja, dann machen wir das doch mal. Mal gucken, wie lang dieser Auftrag gehen wird. Und nehmen natürlich wieder Rexmith und Garrus. Ist ja kein freundlicher Planet hier. Das sieht sehr unfreundlich aus. Aber woher kommt das Notsignal? Von da wahrscheinlich. Scheiße, was ist das denn? Boah, das gefällt mir gar nicht. Das Riesenvieh. Oh, und das frisst eine ganze Menge. On life. Hat das wie eine Schwachstelle? Würde mich interessieren. Ja, zumindest scheint es nicht besonders schwer zu sein. Das frisst nur live ohne Ende. Oh! Ach du Kacke, das macht Instant. Oh, das macht Instant Kill. Aber das krieg ich hin. Das viel krieg ich hin, auf jeden Fall. Das gibt saftige Erfahrungspunkte. Den Drainage-Lund. Das erinnert mich an eine Mission von, ich glaube, Jedi Knight 2. Ja, von Jedi Academy. Von der Jedi Outcast-Reihe. Da gab es auch so eine Mission auf so einem Wüstenplaneten. Ein Händlernotruf. Und auch so eine Wüstenwürmer. Ich eigentlich keine Raketen oder so? Anscheinend nicht.
Ja, am besten volle Kanne draufhalten und sich nicht treffen lassen von dem Scheißvieh. Also. Im Sinne von. Kein Kontakt. Dass er mich grapscht. Ich denke mal nicht, dass er so schwer ist. Ich muss einfach nur genug ausweichen. Aushält. Ja, bei dem Boss kein Wunder, dass der eine Menge aushält. Aber ich krieg den hin. Ich krieg den noch in diesem Part hin. Ja, da hinten verpisst er sich sofort wieder. Jawohl. Ich glaube, die sind tot. Gehen Sie vor. Wieso Pistole? So. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Okay, so viel dazu. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokus Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist. Gut, so viel dazu. Ja, hier sind wir fertig. Ich konnte mal nochmal zurück zu Normandy, eigentlich. Wie ging das denn nochmal? Wie konnte man Mission verlassen nochmal? Also zu Normandy zurück. Achso, ja, speichern können wir auf jeden Fall mal. Aber ich würde gerne noch zu Normandy zurück. Wenn es dann genehm wäre. Vielleicht ein Stück wegfahren. Ja, ich fahre gerade einfach mal ein Stückchen weiter weg und guck, ob ich dann zur Normandy zurückkomme. Oder ob ich da zu einem bestimmten Punkt hin muss. So, ist da auch so eine Karre hier von denen.
Okay, was ist da vorn? Auf der Karte? Palladium-Vorkommen. Jetzt klappt's plötzlich. Naja, ich würde sagen, das war's für diesen Part von Mass Effect. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.